Hallo, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, ich habe mir ein neues Format ausgedacht. Ich möchte nämlich mit Menschen sprechen, von denen ich denke, dass sie für euch interessant sein können, weil sie sind es auch für mich. Und wenn ihr eine Idee habt, wen ich noch einladen könnte, um mit ihm zu sprechen, weil ihr diesen Menschen interessant findet, natürlich alles in dem großen Zusammenhang mit gesunder Ernährung, mit Tierwohl, mit Umweltschutz, dann schreibt es doch mal in die Kommentare unten rein, da würde ich mich freuen. Und heute beginne ich mit dir, lieber Thomas, Thomas Rohlfink. Warum bist du für mich ein besonderer Mensch? Könntest du dir das vorstellen? Vielleicht, weil ich das recht ja, für den einen oder anderen Menschen imposanten Lebenswandel hingelegt habe, vom Diplom-Meteorologen, studierten Diplom-Meteorologen, der beim Wetterdienst gearbeitet hat und jetzt zum ja, Coach für veganes Leben und Dokumentarfilmer. Und so haben wir ja auch jetzt nochmal engeren Kontakt gefunden, wo wir bestimmt gleich nochmal drauf eingehen werden. Ja, also tatsächlich ist es so, weil er wirklich einen Lebenslauf aufzuweisen hat, der mich schon sehr beeindruckt hat. Vielleicht gehen wir doch mal zurück zu deinem früheren Leben. Also, wie alt bist du, wenn du das sagen Ich bin magst? 85 geboren, also jetzt 85. 36 werde ich dieses Jahr. Okay. Und kommst woher ursprünglich? Ich komme ursprünglich aus Dresden. So den einen oder anderen Einschlag hört man wahrscheinlich auch noch von der Sprache her. Ja, glaube ich auch. Ja. Es ist schon sehr viel besser geworden. Ich bin direkt nach der Schule dann nach Berlin gegangen, habe dort Meteorologie studiert und dann jetzt seit etlichen Jahren, seit 2015 hier im Rhein-Main-Gebiet. Okay, wie lange studiert man Meteorologie? Normalerweise 4,5 Jahre. Ich habe mir ungefähr doppelt so lange Zeit gelassen, weil viele andere Sachen nebenbei auch noch waren. Und ja, habe die Lebensschule des Studiums genossen, kann man so sagen, und viel nebenbei schon gearbeitet und auch mich mit vielen Themen, die unser ja, Leben hier auf der Erde wirklich betreffen, schon angefangen auseinanderzusetzen. Und das ging dann später halt während der Arbeit noch weiter. Warum bist du hierher gekommen in das Rhein-Main-Gebiet? Du wohnst ja wirklich hier in unserer Nähe. Das letztlich der Arbeitgeber, wo ich dann hingekommen bin, ist der Deutsche Wetterdienst, der in Offenbach war, Da hast wo du gearbeitet, da habe beim ich gearbeitet. Deutschen Wetterdienst. Genau. Ihr seid doch diejenigen, oder der Deutsche Wetterdienst ist doch der eigentlich für die Wetternachrichten mitverantwortlich ist und der sagt, wie es dann morgen und übermorgen, vielleicht auch in 2 Wochen sein wird. Genau. Da gibt es eine große Vorhersage- und Beratungszentrale und ich war in der Forschung und Entwicklung und habe in der vor allen Dingen Gewitterforschung gearbeitet für die Automatisierung der Meldung. Und das war so mein Pfad. Also ich kann auch Wetter vorhersagen und habe auch dadurch, dass ich Segelflieger war, mein halbes Leben lang, habe ich auch Segelflugwettbewerbe beraten, meteorologisch und kann auch den Vorhersageteil, habe dann aber in der Forschung gearbeitet. Okay. Und dann kam irgendwann ein ganz spannender Einschnitt in deinem Leben. Wann war Genau. der und warum? Das war 2016 und es war letzten Endes so eine Abfolge über die Jahre hinweg. Also es ging jetzt nicht von heute auf morgen so zack. Das war dann so dieser letzte Moment, wo ich mich mit meiner Frau dann, also wir haben den Dokumentarfilm am Ende gesehen, Gabel statt Skalpell, Forks over Knives auf Englisch, wo es um die Gesundheitsauswirkungen der Ernährung geht. Und da ist uns so viel klar geworden, was all die Jahre vorher wir schon beobachtet haben. Und dann haben wir uns angeguckt und gesagt, okay, ich glaube, jetzt müssen wir vollwertig vegan leben, weil wir selber gesund alt werden wollen, weil wir nämlich gesehen haben, wie Freunde von uns mit Anfang 30 Schlaganfälle bekommen haben. Anfang Mit 30. Anfang 30, also meine Schwägerin mit Anfang 30, die Cousine von meiner Frau mit Anfang 30, ein Freund von uns während des Studiums mit 40 einen Schlaganfall bekommen, Freunde Anfang 30, Schilddrüsenkrebs. Und so ging es halt die Reihe durch und wir haben so gedacht, was passiert denn hier? Es kann ja nicht sein, dass wir waren ja selber Anfang 30 zu dem Zeitpunkt, Ende 20. Und ist es jetzt in 5 bis 10 Jahren dann schon, ist es jetzt auch unser Schicksal. Und genauso haben wir gesehen, dass in der Familie, ne, Lungenembolien, Demenz, Parkinson, Diabetes Typ 2, alles aufgetreten ist, wo wir dann halt gesagt haben, okay, irgendwas müssen wir machen. Ja. Was ich da schon spannend finde, ist, dass du das so wahrgenommen hast und gesehen hast. Also ich weiß, dass von vielen jungen Leuten ist es ja eher so, dass die, selbst wenn es im engen Umfeld ist, irgendwie noch so verdrängt wird. Also erreicht mich noch nicht, gerade wenn es die Älteren eben betrifft. Aber das finde ich schon,
heftig, dass so viele Menschen bei dir im Umfeld einen Schlaganfall hatten in diesen jungen Jahren. Also in dieser Häufung ist mir das noch nicht vorgekommen. Ich weiß zwar, dass auch ganz junge Menschen einen Schlaganfall bekommen können, aber gerade bei dir in der Familie, bei dir, in der Familie deiner Frau, habt ihr eine Erklärung dafür gefunden bei den Menschen? Nö. Nein. Also gab es auch nicht. Und auch der Freund, der mit 40 Schlaganfall hat, ne? Ich meine, Statur so ähnlich wie ich, macht auch regelmäßig Sport und alles und hat halt einen normalen Bürojob und eines Tages, also dem geht's super, der hat richtig Glück gehabt. Der ist am Ende sogar noch ins Krankenhaus speziert und hat gesagt, hier, ich glaube, ich habe einen Schlaganfall. Und die haben mir erstmal gar nicht für voll genommen. Und dann ging es aber ratzfatz und dann haben sie ganz schnell reagiert. Gott sei Dank, sonst kann es auch anders ausgehen. Ja. Okay, ihr habt das alles beobachtet und gesehen, dann diesen Film gesehen und wart aber vorher schon mit diesem Thema wahrscheinlich beschäftigt, oder? Genau. Wie habt ihr vorher gelebt? Wie habt ihr vorher euch ernährt? Also vorher haben wir ganz normal mischköstlich, also bei mir war es halt immer so, ne, Bratkartoffeln mit Ei. Und meine Frau hat dann, weiß ich noch ganz genau, hat immer gefragt, was gibt's dazu? Weil für sie war dann Gemüse schon das Normale und für mich war halt Bratkartoffeln mit Ei war eine normale Mahlzeit. Mhm. Und genauso halt einfach, ne, Bratwurst, Schnitzel, Hähnchenbrustfilet mit Kartoffelsalat, das waren so die typischen Sachen. Kuchen habe ich, liebe ich heute noch, heute halt auf eine vollwertig pflanzliche Art und Weise. Und das war so unser normales Essen, so wie es halt für die meisten Menschen da draußen ganz normal ist. Mhm. Und dann haben wir halt geschaut, okay, was gibt's denn, ne? Mehr Gemüse, mehr Obst ist jetzt so das Erste. Dann haben wir angefangen, irgendwann auf Vollkornprodukte umzustellen, haben dann bei den Nudeln immer mehr den Vollkornanteil erhöht, sodass es halt weniger Weißmehl ist. Mhm. Und seid ihr auch über diesen klassischen Weg gegangen, erstmal so Fleisch und Fisch zu reduzieren, aber noch bei Milchprodukten geblieben, weil das halt ja meistens das Schwierigste ist? Genau, also beim Fleisch war es so, das hat sich automatisch reduziert, weil wir dann nur noch Biofleisch kaufen wollten, okay. Mhm. Weil wir dann vermeiden wollten, dass das Gensoja die Tiere bekommen, die wir dann selber gegessen haben. Habt ihr gehört, was Thomas gerade gesagt hat? Einfach nur für euch, dass die Tiere, die in der Massentierhaltung gefüttert werden, mit gentechnologisch verändertem Mais und Soja gefüttert wird. Und da über diesen Weg wir als Menschen natürlich dann auch zu gentechnologisch veränderten Nahrungsmitteln letzten Endes kommen. Also ihr habt euch dann entschieden, Fleisch zu essen, wurde dann weniger. Aber nochmal, es gibt ja meistens so einen Grund, der dann so richtig, ja, der dann durchschlägt. Wie sieht denn das aus? Wart ihr eigentlich gesund? Also mir ging es gut, ja. Also ich war gesund. Also wenn ich heute die Bilder von früher angucke, habe ich so das Gefühl, okay, ich sehe so ein bisschen ja aufgeplustert schon im Gesicht. Also man merkt schon, dass die Konturen jetzt ein bisschen kantiger sind. Ja. Also insofern, ich habe auch selber so 3-4 Kilo abgenommen nach der Umstellung und dann hat sich das Gewicht automatisch stabilisiert. Mhm. Und was noch so ein Punkt war, war wirklich, dass meine Frau dann irgendwann gesagt hat, sie will die Pille nicht mehr nehmen, weil halt die ganze Zeit Medikamente und so weiter zuzuführen. Mhm. Und sie hat sie ursprünglich verschrieben bekommen, weil sie Hautunreinheiten hatte. Und deshalb geht ja vielen so, ne? Genau. Ja. Und dann hat sie die Milchprodukte hat sie die Pille abgesetzt, dann kamen die Hautunreinheiten wieder, hat wieder recherchiert, was kann sie denn machen und ist dann darauf gekommen, dass Milchprodukte auch zu Hautunreinheiten führen können, so wie erhöhter Zuckerkonsum, raffinierter Zuckerkonsum. Und dann hat sie das mit dem Zucker probiert, das hat ein bisschen was gebracht, aber wirklich der Durchbruch kam erst mit den Milchprodukten tatsächlich dann. Also da gibt es ja ganz klare Zusammenhänge zwischen Hautunreinheiten bis hin zu Akne und Milchprodukte. Professor Melnick hat ganz viel dazu geforscht und forscht immer noch. Ich kriege von ihm jedes Mal die neuesten Forschungsergebnisse, weil ich ganz eng mit ihm in Kontakt stehe. Und es ist einfach unglaublich, was man mittlerweile schon über Milch und die Milchprodukte weiß, was die mit uns Menschen machen. Okay, jetzt, also ihr habt diesen Weg dann seid gegangen und dann gab es den Tag der Tage. Genau, dann gab es den Tag und dann war für uns so alles klar. Wir haben diesen Film gesehen, wo ja wirklich gezeigt wird, wie mit einer vollwertig pflanzlichen Ernährung Krankheiten ja umgekehrt werden können sogar. Also da geht es ja speziell in dem Film, ging es um Herzkrankheiten und halt auch vorgebeugt werden können. Und dann war für uns halt sofort klar, okay, dann halt, es war wie so ein Schalter umlegen, okay, jetzt ist
Und vor allen Dingen, was ich mich gefragt habe, warum habe ich das nicht vorher gewusst? Und kann das wirklich so einfach sein? Und es ist halt so banal letzten Endes. Und es kann halt wirklich so einfach sein. Das ist halt so verrückt. Ja, also diesen Film Messer statt Skalpell oder Forks over Knife statt Skalpell. Das ist auch in Buchform erschienen. Und was ganz spannend ist, es sind insbesondere zwei Pioniere auch in diesem Film dort, diesen großen Part von diesem Film auch bestreiten. Das ist Colin Campbell und Caldwell Esselstyn, die ich ja beide persönlich kennengelernt habe, glaube ich auch 2016 oder 2017, ich weiß es gar nicht. Beeindruckende Leute, auch sehr mutige Leute, weil damals diesen Weg überhaupt zu beschreiten, weil die haben ja vorher schon geforscht, war schon sehr ungewöhnlich. Also die waren da und es sind aber auch noch andere wirklich namhafte Menschen in diesem Film zu sehen, aber auch die Geschichten, die dort erzählt und berichtet werden. Also es lohnt sich, diesen Film anzusehen, wer den noch nicht gesehen hat. Aber wahrscheinlich kennt ihr den schon, aber vielleicht auch nicht. Und wenn ihr den nicht kennt, dann guckt ihr euch den bitte an und schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr dazu zu sagen habt, wenn ihr diesen Film seht. Okay, also das war dann der Tag der Tage, aber du hast trotzdem weiter ganz normal gearbeitet als Meteorologe, oder? Genau. Wie lange noch? Noch ungefähr anderthalb Jahre, bis ich dann die erste Reduzierung hingelegt habe. Okay. Also ich habe dann schrittweise meine Stunden beim Wetterdienst reduziert, weil ich dann im Januar 2018 dann wirklich so diesen Impuls hatte, okay, ich hatte direkt, während wir umgestellt haben, schon den Impuls, ich muss irgendwas machen, um die Welt ein bisschen besser zu machen und dann letzten Endes alles das, was ich so aufgesaugt habe, über die Jahre nach außen zu tragen. Und das ist dann darin gemündet, dass ich im Januar 2018 einen YouTube-Kanal gestartet habe, The Habit Rabbit. Und da sind jetzt auch schon über 130 Videos online, genau zu dem Thema veganes Leben. Hier, YouTube-Kanal von Thomas. Genau, ja. Wie man letzten Endes ja, gesund vegan leben kann und was es halt für gesundheitliche Auswirkungen hat und wie man das entsprechend umsetzen kann. Ich habe dich auch deswegen eingeladen, weil ich finde, dass es schon was sehr Besonderes ist. Also ich finde dich sehr mutig. Also für mich bist du so ein Mensch, der was erkennt, also sich erstmal erlaubt, was zu erkennen, dann Entscheidungen trifft und dann tatsächlich auch noch Veränderungen zulässt. Das hast du ja in Vollendung gemacht. Das heißt, du hast deinen sicheren Job aufgegeben. Ja. Und wusstest du überhaupt, was dann kommt? Nö. Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Also ich war letzten Endes, ich hatte eine befristete Stelle, aber wirklich mit in dem Projekt mit Aussicht auf eine Beamtenstelle dann im Anschluss, die dann mein Nachfolger, den ich noch eingearbeitet habe, dann auch bekommen hat. Mhm. Also ich habe dann wirklich aktiv gesagt zu meinen Projektleitern und zu meinen Vorgesetzten, dass ich sage, okay, ich will rausgehen. Ich hatte eine Ernährungscoach-Ausbildung dann gemacht in Oberursel bei der Akademie Gesundes Leben zum Ernährungscoach IHK. Und dann war mir klar, dass mit dem YouTube-Kanal habe ich so viele Menschen kennengelernt und so viel Inspiration bekommen, dass ich dann gemerkt habe, okay, das irgendwie funktioniert das und ich habe dann im Januar gestartet, im November habe ich meinen Chefs das erste Mal gesagt, ich will raus. Hat dann nochmal über ein Vierteljahr gedauert, bis ich dann wirklich raus war. März 2020 war das, genau zu Corona, war mein letzter Monat. Und dann ging es los und da wusste ich schon, okay, ich will einen Dokumentarfilm machen, genau zu dem Thema. Und dann auch einfach dieses Wissen weitergeben in Coachings. Wir haben jetzt das erste Unternehmen beraten, wo wir halt eine Vortragsreihe gemacht haben mit dem Team quasi Teambuilding und denen letzten Endes erklärt habe, was alles hinter der Ernährung noch hinten dran hängt, was für einen Impact unser Essen auch in der Welt hat, mit den Tieren hat, mit der Umwelt hat. Das ist mega gut angekommen, es hat super viel Spaß gemacht. Wir haben einen Kochabend gemacht mit denen, wo wir quasi per Zoom aus unserer Küche in die Küche von den 20 Teilnehmern übertragen haben. Und das weiterzugeben und das halt ohne irgendwie einen erhobenen Zeigefinger, sondern einfach wirklich mit diesem Einladen einfach mal hinzuschauen und auch kleine Schritte zu gehen, so wie ich es ja und mit meiner Frau auch gemeinsam gegangen bin. Halt so nicht von heute auf morgen, was bei super vielen super hilft, aber viele einfach überfordert und einfach diese kleinen Schritte zu gehen, vielleicht auch über Jahre hinweg, kann ja so viel bewirken im langen
Das heißt also, du hast auch Verständnis für Menschen, die ein bisschen brauchen. Total. Ich habe auch selber super lange gebraucht. Also ich kann mich noch super daran erinnern, wie meine Frau mir dann erzählt hat, weil sie irgendwas auf YouTube geguckt hat, wo es dann genau um die Milchprodukte ging. Und ich habe dann, ne, wir waren Fernbeziehung zu dem Zeitpunkt, ich habe ein Telefon, ich habe so meinen Camembert mir aufs Brot gelegt und ich weiß noch genau, wie sie mir dann erzählt hat, so ja, mit dem Kalzium und mit Milch und so und das ist alles und mit dem Käse ist alles auch nicht so, wie man eigentlich so denkt. Und ich habe gedacht, was guckt die denn jetzt für komische YouTube-Kanäle? Was gucken die sich jetzt für Sachen an? Und als ich aber selber mal angefangen habe hinzuschauen, dann ist es halt klar geworden. Ja. Also das ist genau so dieses Ding, dass ich denke, wir sollten hinschauen. Hinschauen in jede Beziehung. Man sollte natürlich auch hinschauen, durchaus auch in YouTube-Filme, die das Gegenteil behaupten. Weil ich glaube, nur dadurch kann man sich tatsächlich wirklich mit diesem Thema auch gut auseinandersetzen und für sich dann selbst zu einer Entscheidung kommen. Weil wenn man sich natürlich nur die quasi heile oder auch nicht heile Welt der veganen Menschen oder der vegan lebenden Gemeinde anschaut, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr einseitig, sondern es macht total viel, also ich finde es viel viel substanzieller zu wissen, was gibt es denn auch von der anderen Seite zu hören, um es dann abzuwägen. Das war ja auch genau das, was ich dann gemacht habe. Also nachdem ich den Film gesehen habe, kamen dann sofort nämlich die Zweifel hoch. Kann das denn wirklich so gesund sein? Und jetzt, nur weil es dieser eine Film erzählt, was ist da wirklich da dran? Und habe dann angefangen zu recherchieren. Ich komme ja aus der Wissenschaft, habe ja an der Forschung auch gearbeitet und habe dann halt geguckt, okay, was ist denn mit Paleo, Keto, Low Carb und all den anderen und mediterran, diesen ganzen Ernährungsweisen und habe dann für mich mir mein Bild gemacht, was nur wirklich für mich in meinen Augen die und nach wissenschaftlichem Stand offensichtlich die gesündeste Ernährung ist, die man irgendwo annehmen kann. Ich habe eigentlich noch zwei Fragen. Und zwar, die eine Frage ist, kannst du denn jetzt davon leben, von dem, was du jetzt machst? Aktuell noch nicht komplett. Wir sind dabei, das hinzubekommen mit meinem Team. Momentan bin ich in der komfortablen Situation, dass meine Frau Lehrerin ist und wir davon gerade so hinbekommen. Okay. Und wir sind aber gerade dabei, also wir haben letztes Jahr ein Crowdfunding gemacht, um den Film ja zu produzieren und zu starten. Und da sind wir jetzt natürlich dabei, den zu produzieren und ansonsten halt mit den Unternehmenscoachings und Gruppenseminaren, die wir machen. Ja. Ja. Und die zweite Frage ist, ich würde gerne mit dir in einem neuen Video über eigentlich deine jetzige Aufgabe sprechen. Bist du dazu bereit? Super gern. Okay, ja, dann danke ich dir jetzt erstmal für dieses Video. Im zweiten geht es nämlich darum, was Thomas jetzt wirklich für ein unglaublich spannendes Projekt auf die Füße, auf die Beine gestellt hat. Ein Projekt, das ihr, wir alle hoffentlich irgendwann Ende nächsten Jahres, Mitte nächsten Jahres dann auch sehen könnt. Was meinst du, wann das so sein wird? Ja, Mitte nächsten Jahres wahrscheinlich. Mitte nächsten Jahres. Und um was es sich handelt, das erfahrt ihr in dem zweiten Video mit Thomas. Vielen Dank für das eine. Vielen Dank fürs Zuschauen. Freue mich natürlich, wenn ihr Kommentare schreibt, wie ihr ja dieses neue Format findet. Wenn ihr auch Fragen habt, fragt. Wenn ihr noch Ideen habt, wie gesagt, für andere Menschen, die ich interviewen sollte, gerne hinschreiben. Und ansonsten danke für eure Daumen nach oben, wenn ihr meinen Kanal abonniert, aber auch den Kanal von Thomas abonniert. Vielleicht hier geht es, ja, okay, krieg gerade von hinter der Kamera sitzenden und stehenden Menschen den Daumen dafür nach oben. Und ansonsten teilt dieses Video, ihr wisst, wir müssen immer mehr Menschen werden, die einen Zugang zu dieser Thematik bekommen. Ja, und ansonsten freue ich mich bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und lasst es euch gut gehen. Vielen Dank und tschüss. Tschüss.